Everybody's talking about the breakdown. Hey yo Leute, ich bin's mal wieder, der Swiss Bro, und ich begrüße euch herzlich zurück zu einem Blitzbrigade Gameplay Commentary. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay mit dem Armor Kommando oder der Armor Kommando. Er spielt und ist ziemlich nice. Er spielt auch, wenn es in der OP Lobby war, ich Team gewechselt habe, weil mich einfach dieser OP Typ abgefuckt hat. Und ich will heute ein paar Worte über eben diese OP-Waffe oder Halb-OP-Waffe Armor-Kommando verlieren. Und zwar erstmal zu den Fakten: Sie hat 740 Schaden, wenn man direkt trifft, und nochmal 250 Spritzschaden, wenn man die voll in die Fresse gibt. Das heißt, sie macht allen bis auf dem Kanonier One-Shot. Dann hat sie eine 70er RPM, 0% kritische Treffer, einmal Munition und muss halt nicht nachladen, einer der Vorteile auf jeden Fall. Und 40 Schuss davon hat man normalerweise dabei, Reichweite 168 Meter und kein Spezial. Das ist ja schon mal relativ nice, aber wenn man sich das nochmal anschaut, wenn man jetzt den Kanonier spielt, der hat ja mit den Perkpunkten alleine schon mal extra Schaden, plus 50% wegen dem Spritzschaden. Dann schafft man schon mal, wenn man neben eine Tarneinheit schießt, die mit einem Schuss, das ist schon ziemlich OP, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und Speedhack hat man bei der nicht richtig, aber man kann diese Waffe, diese abscheuliche Waffe, für jede Einheit benutzen. Das heißt, Soldaten bis Sniper, jede Einheit. Beim Soldaten hat man einfach, wie schon bei der Feuersturm oder der Wirbelwind, den Bug, dass man einfach manchmal nur einen Schaden macht, was ich richtig scheiße finde eigentlich, aber ist berechtigt. Das macht die Waffe natürlich ein bisschen weniger OP, aber irgendwie, ich finde, die Waffe ist irgendwie lustig, um sie ein bisschen zu spielen, weil irgendwie, sie ist zwar ultra unlogisch und sehr, sehr teuer mit 1400 Diamanten oder eben 600 Diamanten während dem Valentinstag. Es sieht zwar ultra teuer, aber ich weiß nicht, ist halt lustig, so ein Ding. Die fliegt auch davon, diese Waffe, wenn man sie wechselt, aber das habe ich auch im Gameplay ein bisschen gezeigt. Und was ich empfehlen kann, ist, auf diese Waffe auf Distanz zu spielen, einfach aus dem Grund, weil wenn man einen präzisen Körperhit landet, das so viel effektiver ist, als wenn man normal schießt damit. Es ist einfach so viel effektiver, Leute. Man macht einfach One-Shot gegen die meisten Leute und so weiter. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Es macht natürlich Blitzbrigade schon ein Stück kaputt, aber Blitzbrigade, sind wir mal ehrlich, das ist schon halb kaputt. Da kann so eine Waffe nicht mehr viel ausrichten, weil gegen eine Hooligan mit einem geperkten Soldaten hat man da keine Chance. Feuerwalze ist auch überlegen. Walzenhammer, seht ihr auch im Gameplay, ist überlegen. Wirbelwind nicht direkt, aber Prototyp X ist auch auf jeden Fall überlegen. Und vom Feuersturm wollen wir noch gar nicht reden. Auf jeden Fall, die Waffe ist zwar OP, sie ist aber jetzt nicht so schlimm wie die neueren OP-Waffen, und die Medic-Waffen lassen wir mal ganz aus bei diesem Vergleich. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, wer sowas braucht, der soll sich das holen. Wer keinen Bock drauf hat, man muss es nicht haben. Es ist jetzt einfach wie der Tiefkühler oder die Zuckerschleuder. Es ist ein OP-Ding, es ist aber auch, keine Ahnung, man braucht es einfach nicht, um gut zu spielen. Wer Skill hat, der hat Skill. Das kann man in MC zeigen. Bei Blitzbrigade geht es ja eigentlich nur noch um den Spaß. Und darum geht es eigentlich. Zum Spielstil bei dieser Waffe. Man kann machen, was man will. Eben am besten, man hält die Gegner auf Distanz, weil die auch auf Distanz sehr, sehr präzise ist. Vor allem in Premium. Und man kann sie halt eben, wie gesagt, nur in Premium kaufen, was die Waffe nochmal ein bisschen besser macht. Aber ich weiß nicht, ob sich diese Waffe lohnt, muss man persönlich entscheiden. Beim Soldaten feuert sie ein bisschen schneller, beim Kanonier macht sie mehr Spritzschaden, beim Sanitäter macht sie mehr Schaden insgesamt. Bei der Tarneinheit ist man getarnt und, keine Ahnung, ist auch noch lustig zu spielen. Beim Sniper lohnt sich die Waffe einfach gar nicht, weil die so gut wie keine oder gar keine kritische Treffer, ja, 0% hat sie da. Das ist schon, da bringt der Sniper eigentlich gar nichts.
das war's eigentlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's das getan hat, zeigt's mit einem Daumen nach oben. Haut da rein, Leute. Servus.